Die Big Four. Oberflächlich betrachtet scheint ihre Mission recht einfach. Die größten Unternehmen der Welt zu prüfen, also sicherzustellen, dass alle Zahlen im Jahresabschluss stimmen, damit zum Beispiel Unternehmer ihre Anleger nicht betrügen können. Weiß ich nicht, Digga. Aber könnte es sein, dass die Big Four als einer der einflussreichsten Unternehmen der ganzen Welt selbst betrügerisch unterwegs sind? Dass sich hinter der clean Fassade eventuell unangenehme Wahrheiten verbergen, die den meisten Leuten nicht klar sind? Kann es sein, dass diese vier Unternehmen Regierungen infiltriert und Milliarden an Dollar erbeutet haben? Dass sie eine große Rolle dabei gespielt haben, die Welt in die Finanzkrise von 2008 zu stürzen? Und warum sind es eigentlich vier? Was ist mit dem Rest passiert? Um die Erfolgsstory und warum es genau gerade vier sind zu verstehen, müssen wir zuerst zu den Anfängen zurück. Wir befinden uns im 19. Jahrhundert. YouTuber ist noch kein Beruf, die Kinder hocken noch nicht den ganzen Tag vorm iPad und generell ist die Jugend noch nicht verweichlicht. Diese schuften nämlich täglich wie echte Männer 12 Stunden in der Kohlemine. Denn eine neue Technologie ist in aller Munde. Die Eisenbahn. Und technologischer Fortschritt bedeutet auch, es gibt die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Große Eisenbahnprojekte sind das Ding der Zeit. Die industrielle Revolution ist im vollen Gange und die Welt verändert sich rasant. Aber es gibt ein Problem, das sich wahrscheinlich jeder zu dieser Zeit innerlich fragt. Wie finanzieren wir diesen Fortschritt und bieten Shareholder Value? Die Finanzwelt ist zu dieser Zeit so reguliert wie Kryptounternehmen auf den Cayman Islands. Also gar nicht. Sie ist voll von Betrügern, die versuchen mit dem Geld von ahnungslosen Investoren reich zu werden. Wie sollen Investoren also wissen, ob ein Unternehmen legit oder Scam ist? Die Regierungen dieser Zeit erkennen, dass Vertrauen in die Finanzmärkte für Wachstum sorgt und das für sie wiederum saftige Steuereinnahmen bringt. Kluge Köpfe finden also eine Lösung. Die Bücher bzw. Zahlen jedes börsennotierten Unternehmens müssen von unabhängigen Spezialisten geprüft werden. Quasi eine Art Schiri, der guckt, ob nach den Spielregeln gespielt wird. Klingt einfach wie genial. Wir schreiben das Jahr 1884. Damit ist eine neue Branche geboren und der Aufstieg der sogenannten Wirtschaftsprüfer beginnt. Aber zu dieser Zeit ahnt vermutlich niemand, was sie da gerade für ein Monster erschaffen haben. Am Anfang läuft natürlich alles super. Unzählige unabhängige Firmen tauchen überall auf und konzentrieren sich auf die Aufdeckung von Scams und die Sauberkeit der Bücher. Aber wie sich bald herausstellt, bringt es nicht viel, Unternehmen einmal zu prüfen und dann den Rest des Jahres nichts zu machen. Die Prüfer merken schnell, dass sie viel Geld liegen lassen und beschließen, ihre Fähigkeiten auf andere Weise für noch mehr Gewinn zu nutzen. Sie kennen nämlich auf der einen Seite alle legalen Vorschriften und Gesetze und auf der anderen Seite die Unternehmen, für die sie arbeiten, mehr oder weniger auswendig. Warum also nicht beides kombinieren und den Firmen helfen, diese Regeln auf legale Weise zu umgehen und ihnen damit Geld zu sparen? Quasi so ein bisschen, wie es ein Steuerberater ja auch teilweise bei Privatpersonen macht. Die Wirtschaftsprüfer kennen die ganzen Strategien und Schlupflöcher, die ausgenutzt werden können. Eine neue, viel profitablere Geschäftsbranche neben der reinen Prüfung wird gestartet. Beratungsdienste. Und ich meine, warum sollen die Prüfungsunternehmen denn auch nur im Interesse der Staaten arbeiten? Wie ja allgemein bekannt ist, verdient man mehr Geld, wenn man an beide Seiten des Krieges Waffen verkauft. Wie das in der Praxis aussieht, haben wir einen nicht ganz unbekannten Experten gefragt. Wie jeder Wirtschaftsprüfer und jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland haben natürlich auch die Big Four einen gewissen Interessenskonflikt, den sie nicht eingehen dürfen. Das bedeutet, all das, wo sie beraten haben, wo sie vielleicht steuerlich beraten haben, wo sie vielleicht auch eine Steuererklärung als Steuerberatungsgesellschaft erstellt haben, dürfen sie ihre eigenen Arbeitsergebnisse letztendlich nicht wieder als Wirtschaftsprüfer überprüfen. Das heißt, wenn sie schon als Wirtschaftsprüfer bestellt sind und noch zusätzliche Aufträge bekommen, darf eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht alle diese Aufträge annehmen. Aber ja, diesen Konflikt, den gibt es eben, wenn man schon als Berater drin ist, als Wirtschaftsprüfer, dass man dann vielleicht den ein oder anderen Zusatzauftrag, den man angeboten bekommt, den darf man dann eben nicht annehmen. Offiziell sind Beratung und Prüfung zwei unterschiedliche Abteilungen, die nichts miteinander zu tun haben, um eben diesen Interessenskonflikt zu vermeiden. Aber es ist immer noch dieselbe Firma und zwischen Theorie und Praxis gibt es oft Unterschiede, wie wir gleich sehen werden. Und genau hiermit beginnt schon quasi die erste Katastrophe. Was wie eine Win-Win-Situation aussieht, wird schon bald enorme Folgen für Hunderttausende von Menschen haben und Milliarden von Dollar kosten. Denn wie es in Märkten so üblich ist, verschwinden einige Player. Kleinere werden von größeren aufgekauft, manche fusionieren etc. Ihr kennt das Spiel. Es ist die Geschichte, wie aus den unzähligen kleinen Läden die heutigen Big Four wurden. Wir schreiben das Jahr 2000. Das Geschäft boomt. Arthur Andersen, einer der fünf größten Wirtschaftsprüfungen der Welt, stellt seinem geschätzten Kunden Enron mehr als $1 Million pro Woche an Prüfungs- und Beratungsgebühren in Rechnung. Schließlich kann es sich Enron leisten. Denn Enron wird in den USA als das innovativste Unternehmen gefeiert und ist ein bisschen so wie Tesla oder Facebook heute. Die Geschichte hat aber kein Happy End. Arthur Andersen verdient mehr Geld mit der zusätzlichen Beratung als mit dem eigentlichen Prüfen der Bücher, also der Kerntätigkeit. Und weil Arthur Andersen so viel Geld mit Enron verdient, sind sie auch abhängig von Enron. Sie wollen ja, dass das Geld weiter sprudelt.
Das führt zu, sagen wir mal, fragwürdigem Verhalten. Ein Beispiel. Einer der Enron-Manager sperrt ganz entspannt mehrere Arthur Andersen-Prüfer in einen Raum ein, bis diese einer massiven Steuergutschrift von 270 Millionen Dollar für Enron zustimmen. Also quasi eine Erpressung wie aus einem schlechten Hollywood-Film. Und Arthur Andersen spielt mit. Schließlich brauchen sie Enron als Kunden. Und sie gehen sogar noch weiter mit. Als im August 2001 der Enron-CEO abdankt, geht die Aktie erstmal auf Talfahrt. Und daraufhin fangen bei Arthur Andersen an, die Papierschredder Tag und Nacht zu laufen. Aber warum eigentlich? Naja, um die Beteiligung am bis dato größten Betrug in der US-Geschichte zu vertuschen. Denn wie sich herausstellt, hat Enron kreative oder vielleicht treffender illegale Buchführung verwendet, um die angeblich so hohen Gewinne zu erzielen. Ein paar Monate später meldet Enron Insolvenz an. Das einstige Vorzeigeunternehmen der USA? Ein Riesenscam. Die Folgen sind gewaltig. Zehntausende von Arbeitsplätzen gehen verloren. Milliarden von Dollar an Marktwert vernichtet. Als Enron untergeht, nehmen sie Arthur Andersen mit sich, denn die haben den Schlamassel ja quasi mit unterstützt. Aus den Big Five werden die Big Four, wie wir sie heute kennen. PwC, EY, Deloitte und KPMG. Doch die Wirtschaft hat gelernt. Die Big Four werden jetzt viel besser kontrolliert. Und ab hier übernimmt die Vernunft in der Geschäftswelt. Naja, eigentlich nur ein Witz. Denn obwohl diese Krise viele Menschen verletzt und Milliarden vernichtet hat, ist das erst der Anfang. Was jetzt folgt, wird viel verheerender sein und Billionen von Dollar kosten. September 2006. Der Deutsche ist immer noch emotional geladen vom Sommermärchen und regt sich darüber auf, dass Klinsmann Jens Lehmann statt Olli Kahn im Tor hatte, während in den USA an der Wall Street Business as usual stattfindet. In den Büros der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young untersucht ein junger Mitarbeiter sorgfältig Finanzberichte. Die Zahlen gehören zu Lehman Brothers. Der Prüfer ahnt nicht, dass diese Bank in nur 2 Jahren einen katastrophalen Zusammenbruch erleiden wird, die den Höhepunkt der globalen Finanzkrise markiert. Für den Moment scheint aber alles in Ordnung zu sein. Als er jedoch in die Dokumente eintaucht, zeigt sich ein verwirrendes Muster. Repo 105, eine Buchführungstechnik oder besser gesagt ein finanzieller Trick, taucht konstant auf. Angeblich soll die Idee von Repo 105 sein, Zahlen schöner aussehen zu lassen, als sie eigentlich sind. Okay, weird flex. Skepsis ergreift den jungen Prüfer. Er alarmiert seine Vorgesetzten. Und die Unternehmen nichts. Sagen zumindest viele unabhängige Experten. Gut, EY weist das zwar zurück und sagt, da war alles sauber, trotzdem passiert die kommenden Tage dann Folgendes. Nur wenige Tage nach diesem Treffen gibt Ernst & Young grünes sich für den Quartalsbericht von Lehman Brothers, obwohl die Prüfer angeblich davon wissen oder zumindest damit rechnen mussten, dass die Bank ihre Zahlen um ganze 50 Milliarden Dollar aufgebläht hat. Ja, der Rest ist Geschichte. Implications could be profound. Die Pleite von Lehman setzt eine Spirale in Gang. Subprime Crisis. Subprime Crisis. Subprime. 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 Der Zusammenbruch von Lehman Brothers löst einen Dominoeffekt aus, der in der Spitze der globalen Finanzkrise gipfelt. RIP. Bis heute bestreitet Ernst & Young jegliches Fehlverhalten und betont, dass kein Gericht sie je verurteilt hat. Das ist wahrscheinlich auch das erste Mal, dass du überhaupt von der Beteiligung der Big Four an der 2008-Finanzkrise gehört hast. Aber das ist kein Einzelfall. Die Finanzwelt ist übersät mit Prüfungsausfällen der Big Four. Aus gutem Grund. Es ist ihnen teilweise einfach egal, denn sie verdienen ihr Geld sowieso mit anderen Bereichen, in denen sie wirklich gut sind. Und das geht weit über die normale Beratung hinaus. Sie sind Architekten globaler Steuervermeidungsschemata oder auf Deutsch semi-legale Steuerhinterziehung. Es ist eine Taktik, die beiden Parteien Milliarden einbringt. Ein prominentes Beispiel ist die Gründung von Offshore-Briefkastenfirmen in Steueroasen mit minimaler oder gar keiner Besteuerung. Okay, hört sich jetzt abstrakt an, aber hier mal ein konkreter Fall. Allein in den Panama Papers werden die Big Four mehr als 100.000 Mal erwähnt. Sie haben wahrscheinlich mehr als jede andere Gruppe dazu beigetragen, das globale System der Offshore-Steueroasen aufrechtzuerhalten. Und das hat natürlich auch einen guten Grund. Ja, da muss man sagen, die Big Four haben natürlich ein extrem großes fachliches Know-how. Das kann man denen nicht aberkennen, das ist wahnsinnig gut. Und das haben die nicht nur in Deutschland, sondern das haben die weltweit. Flieg du doch mal nach auf die Bahamas, nach Nassau. Auch da wirst du alle Big Four wiederfinden, die in einem Steuerparadies in den Bahamas mit 0% Steuersatz ihre Niederlassung haben. Und das Wissen können die natürlich hervorragend bündeln aus allen Ländern und können großen Unternehmen dafür natürlich extreme Beratungsleistungen anbieten, die große Unternehmen weltweit ihre Steuerlast erheblich reduzieren können. Und deswegen ist es kein Wunder, dass große Unternehmen, die Big Four beauftragen, ihre internationale Steuerstruktur aufzusetzen. Stellen Sie sich vor, ihr seid ein DAX 40 Unternehmen, ja, mit 100 Tochtergesellschaften in 100 Ländern und ihr hättet gerne in jedem Land den gleichen Wirtschaftsprüfer, weil wir müssen ja nachher eine schöne Konzernbilanz in Deutschland von allen weltweiten Gesellschaften zusammenstellen. Dann ist es euch als der DAX 40 Unternehmen schon besonders wichtig, dass sie in jedem Land die gleiche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat. Und hier muss man sagen, hier haben die Big Four einfach ein hervorragendes Standing, weil sie nahezu in jedem Land weltweit vertreten sind.
Sie haben quasi ein Wissensmonopol. Private Unternehmen, Staaten und NGOs, die Big Four, arbeiten eigentlich für jeden, der es sich leisten kann, sie zu bezahlen. Aber warum sollten Regierungen dann nicht auch von ihrem umfangreichen Wissen profitieren und diese Gesetzeslücken schließen? Und genau das dachte sich auch ein Land. 2014 entschied sich die australische Regierung zu diesem Schritt. Es gab nämlich ein für uns in der EU bekanntes Problem in Australien. Die Regierung ist frustriert über multinationale Unternehmen wie Google, Facebook oder Apple, die ihre Gewinne in Steueroasen verlagern und keine Steuern in Australien zahlen. Sie wenden sich an die Experten und konsultieren PwC, um faire Richtlinien zu erstellen und die Schlupflöcher zu schließen. Soweit so gut. Aber wie sich herausstellt, hat PwC dann noch etwas andere Pläne. Während sie nach außen der Regierung bei der Reform der Steuergesetze helfen, schmiedet PwC intern heimlich einen, naja, profitableren Plan. Sie lassen wertvolle und streng vertrauliche Regierungsinformationen über die bevorstehende Reform innerhalb des Unternehmens durchsickern. Hier ein Auszug aus einer internen E-Mail. Awesome for our multinational anti-avoidance law defense work. Puts us in a great place. PwC wendet sich dann genau an die oben erwähnten multinationalen Unternehmen, gegen die sich die Reform richten soll, mit einem Plan, ihnen zu helfen, die neuen Gesetze wieder zu umgehen. Ja, als die Gesetze dann verabschiedet werden, ist klar, dass die Unternehmen dem System wieder bereits einen Schritt voraus sind und die ganze Reform umsonst war. Ja, GG. Gerade bei Gesetzgebungsverfahren werden gerne Experten aus ganz Deutschland geladen zu verschiedenen Steuerthemen. Und allein aufgrund der Manpower, die bei den Big Four von Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern vorhanden sind, sitzen die natürlich dann häufig auch bei Gremium in der Gesetzgebung dabei und beraten die Bundesregierung. Häufig kostenlos, aber sehr häufig auch gegen horrende Vergütungen. So ist es zumindest mir bekannt. Und damit haben natürlich auch die Big Four den ein oder anderen Einblick in aktuelle Gesetzgebungsverfahren. Und das kann natürlich auch den Vorteil in der Beratung letztendlich widerspiegeln. Im Grunde ist das eine ewige Abwärtsspirale. Wenn Regierungen Berater einstellen, weil sie nicht genügend Expertise haben, hören sie auf, ihr eigenes Wissen aufzubauen. Das macht sie dann wiederum noch abhängiger von externen Beratern und der Zyklus setzt sich fort. Frag einfach mal die Bundesregierung bzw. die Bundeswehr. Die Konsequenzen sind weitreichend, denn wie wir alle wissen, tun Berater nicht immer das, was für ihre Kunden am besten ist. Und sie sichern sich ganz clever ehemalige Mitarbeiter für zusätzlichen Support. 2018 wechseln zum Beispiel zwei der renommiertesten Steuerfahnder in Deutschland die Seiten und treten Deloitte bei. Ein Weg auf einer rutschigen Bahn, jetzt wo wir wissen, wie loyal die Big Four sind, wenn es um ihre Kunden geht. Der wohl bekannteste Fail der Big Four beginnt aber vermutlich für uns Deutsche im Jahr 2015. Und wie bei Enron in den USA geht es um ein innovatives neues Startup, was mit seiner Technologie die Welt verändern will. Mit einem Portfolio, das von Zahlungsabwicklungen bis hin zu Risikomanagement reicht, scheint Wirecard das nächste große Ding zu sein. Wirecard gibt an, dass ein erheblicher Teil seines Umsatzes und Gewinns durch Geschäfte in Südostasien generiert wird. Die Firma, die für die Prüfung der Bücher zuständig ist, EY. Hier, so könnte man meinen, hat EY dann wieder mal ein Auge zugedrückt. Die Wirtschaftsprüfer verlassen sich auf die Dokumente und Zusicherungen von Wirecard, ohne die Konten in dieser Region gründlich zu prüfen. Als die Financial Times im Jahr 2015 beginnt, über Unregelmäßigkeiten in den Büchern von Wirecard zu berichten, bleibt EY merkwürdig passiv. Trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen, die in der Luft liegen, gibt EY Wirecard Jahr für Jahr grünes Licht und bestätigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Sus. Doch die Anschuldigungen häufen sich. Inmitten des aufkommenden Sturms entscheidet sich Wirecard, einen Sonderbericht von einer anderen Big Four-Firma KPMG in Auftrag zu geben, um die Vorwürfe zu entkräften und das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. KPMG beginnt also mit seiner Arbeit und stößt schnell auf eine Mauer der Intransparenz. Die Prüfer können nicht auf alle benötigten Unterlagen zugreifen und stoßen auf zahlreiche Unstimmigkeiten in den Büchern. Der Sonderbericht, der schließlich im April 2020 veröffentlicht wird, ist ein Schlag ins Gesicht für Wirecard. KPMG kann die Existenz eines erheblichen Teils der Umsätze nicht bestätigen und die Aktie von Wirecard stürzt ab. Für EY ist dieser KPMG-Bericht eine Art Weckruf. Die Prüfer, die Wirecard fast ein Jahrzehnt lang betreut haben, müssen sich nun der Realität stellen. Ihre Prüfungen, die Wirecard Jahr für Jahr ein sauberes Zeugnis ausgestellt haben, stehen nun in Frage. Ja, aber wir alle kennen die Geschichte. Die Wahrheit kommt ans Licht. Es stellt sich heraus, dass ein Großteil der Einnahmen und Gewinne, die Wirecard ausgewiesen hat, nie existiert hat. Ein finanzielles schwarzes Loch von fast 2 Milliarden Euro wird offenbart und Wirecard meldet natürlich Insolvenz an. Ja, tschö. EY sieht sich jetzt mit einem erheblichen Vertrauensverlust konfrontiert. Kunden, Investoren und die Öffentlichkeit beginnen, die Zuverlässigkeit und Integrität von EY in Frage zu stellen. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin, die beim Skandal zwar irgendwie geschlafen hatte, reagiert mit einem drastischen Schritt. Sie verhängt im April 2023 ein zweijähriges Prüfungsverbot gegen EY. Das heißt, EY darf 2 Jahre lang keine neuen börsengelisteten Mandanten mehr als Kunden aufnehmen. Ja, was meint ihr zu der Strafe? Was ist generell eure Meinung zu den Big Four? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Schaut auch mal gerne bei unseren Kollegen von Was kostet die Welt vorbei. Da geht es um Birkenstocks und warum die plötzlich so teuer sind. Alternativ auch hier eins unserer letzten Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.